Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Epic Chef. Wir haben das letzte Mal ja die Kartoffel und das Fleisch abgegeben und haben dafür eine Knolle bekommen. Und zwar diese Mandragora-Samen. Züchte eigentlich Mandragoras, indem du sie in ein Beet pflanzt. Die Brut für die Herstellung der ästhetischen Kartoffel verwendet. Okay, das tue ich mir mal da drauf, weil dann legen wir nämlich da ein Beet an. Und wir wollten heute die Kühe umziehen. Das wollten wir auch machen. So, jetzt überlege ich nur gerade, wie ich das am besten mache. Weil die Pilze, das war ja eigentlich nur deswegen, weil das Land nicht dazugehört hat, würde ich sagen, dass ich die Kiste, tja, eigentlich erstmal leer mache und dann da daneben stelle. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil das alles voll ist. Okay, schauen wir mal. Also Mandragora-Samen muss ich auf jeden Fall reinmachen. Von daher überlege ich jetzt gerade, wenn ich hier die Pilze habe, dann kann ich ja die Kiste hier daneben stellen. Dann müsste ich jetzt nur mal gucken, ob die Kiste dahin passt, ne? Fällen wir mal einfach den Baum hier. Da sind die Geister wieder am Singen oder keine Ahnung, was da singt. Ja, ja, ja. So, nein, falsche Taste. Bitte einmal raus, bitte einmal auf C und bitte einmal auf das da. Aber dann ziehen wir das einfach um. Kann ich das da nicht daneben stellen? Doch, oder? Passt schon, gut. Dann einmal das da. So, dann mache ich jetzt halt wieder wie drüben wieder 5 Felder. Ich denke, das ist ganz gut. Die muss ich ja jetzt sowieso erst einmal pflanzen, wachsen lassen und dann wieder Samen herstellen. So. Und wir machen hier daneben dann die Apfelbäume, würde ich sagen. So. Ja, ich wollte es eigentlich vorne reinpflanzen, aber ist egal. So, Apfelbäume. So. Dich muss ich mal ausleeren. Lager voll, ist in Ordnung. So. Da wieder alles rein. Halt, den hier nicht. Den da. Und den Samen noch. So, dann haben wir das da. Wir haben noch die Apfelhölzer einstecken, die müsste ich noch verarbeiten. Und wir können jetzt das Lager hier wegklopfen. Wegklopfen. Mit der 3 und... Hä? Ich will doch nicht da draufklicken. Ich will das weghauen. Ah, jetzt. Okay. Irgendwie war ich da drauf auf dem E mit meiner Maustaste. So, ich hoffe mal, dass das hinhaut. Ansonsten muss ich es halt nochmal umstellen. Jawohl, dahin. Dann kommen da nämlich die Mandragora-Samen rein. Und ob, wenn das geht, dann würde ich da hinten... Stimmt, ich habe ja die Apfelbäume weggehauen, ohne dass ich die Äpfel geerntet habe, ne? Wie viele Samen habe ich denn noch da drin? Einen. Okay, 3 Bäume möchte ich stellen. Von daher brauchen wir noch 1, 2, 3. Und dann noch 2 als Reserve und den einen Samen. Warte mal, wenn ich eh schon so viele Äpfel habe, dann stelle ich die 3 Samen her aus den Äpfeln. Oh, und die Tomaten sind auch fertig. So, aber dann machen wir erst einmal die Apfelsamen. So, dann können wir die Tomaten sammeln. Haben wir dann nämlich wieder Geld, weil wir haben jetzt ja bloß noch die 5 Münzen. So, alle rein, weil da drüben muss ich wahrscheinlich auch noch ernten. Jawohl. Wir haben halt schon 11 Uhr. Also ich glaube, man kann bis um 2 Uhr nachts oder sowas... warte, tut die da rein, ist doch egal. 2 einstecken lassen, passt. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich die Apfelbäume da hinten in die Ecke reinbekomme. Das wäre schön. Du brauchst nur die Samen in der Hand, bitte. Ah, nee, okay, das geht nicht. Wegen dem Dingsi hier, aber dann ist egal. Ich pflanze die jetzt einfach mal dahin, wo sie hin
ja, keine Ahnung, wo sie hinpassen, da zum Beispiel und da und da. Toll. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Apfelbäume. Das nehmen wir nochmal raus. Dann kann ich nämlich die Kiste wegmachen. Und dann stellen wir die... Upsa. Dann stellen wir die Kiste jetzt einfach hier davor. Bis ich mir was Richtiges habe einfallen lassen. So. Einmal Lager. Dann tun wir 1, 2 Äpfel behalten wir drin. Passt. So. Die sind am Singen da hinten. Dann einmal das Holz. Das würde ich gleich verarbeiten wollen. Genau. Nimmt nicht so viel Platz auch weg in der Kiste und das brauchen wir eher hier als Bretter als irgendwas anderes. Dann würde ich sagen, gehen wir schlafen, ne? Weil Mandragora-Samen, der wird erst am nächsten Tag fertig sein. Halt, wir könnten noch mal ganz kurz zum Golem. Achso, da waren wir schon, ne? Ja, ist okay. 2 Uhr, ich weiß schon. Dann geht's eben jetzt einmal ins Bett. Jawohl, wacht er wieder auf mit den großen Augen. So, einmal lernen. Sprechen wir doch einmal mit ihm, ob er doch vielleicht was anderes sagt. Immer noch gefangen in der trostlosen Leere zwischen den Welten. Ich verstehe, du leidest immer noch unter deinem Hunger. In der Tat. Ich kümmere mich darum, die Magier in der Stadt sollten mir helfen können. Ich verstehe, es kann nützlich sein, die Hilfe von unbedeutenden Blabla. Okay, das ist wieder das Gleiche, was er schon mal gesagt hat. Von daher kümmern wir uns dann nicht erst einmal weiter drum. Wir fahren die Ernte ein. Oh, da hinten brauchen wir noch die Samen, ne? Warte mal, wir stellen einen Samen her und den anderen pflanzen wir dann hier gleich mit rein. So, zack. Tomatensamen. Einmal. Zweimal. Darf man halt echt nicht vergessen, ne? Weil wenn ich dann wieder Samen kaufen muss, ist es dann auch blöd. So, ich denke mal, dass wir noch die nächste Ladung abwarten. So, dann bauen wir mal neue Zäune. Da gibt es Milch. Wie schaut es denn aus mit den... Ah, 4 Stück sind noch drin, okay. Wir haben ja nur 2 Kühe, doch dass wir eine geschlachtet haben, ne? Warte mal, was brauchst du für den Zaun? Da brauchen wir normale Hölzer. 2 normale Hölzer. 2, 4... Ja... Nehmen wir mal hier die 6 Stück raus. 2 lassen wir mal einfach als Reserve drin. Dann fällen wir hier einfach nochmal Bäume. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich? Ja, habe ich. Passt. 2 Stück fällen wir, weil es kommen ja immer 3 Teile raus. Hinten. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit ich das stellen kann. So. Wir können... Okay, schön nah ran eigentlich. Das ist nur die Frage, wie weit kann ich hier hinter? Okay, wir können tatsächlich bis zu dem Punkt, weil ich denke, 1, 2... Nee, geht nicht. Okay, einmal... wo sind jetzt die? Da. Okay, ich bin doch 1 zu nah dran. Dann stelle ich, dann tue ich das eben wieder weg. 2-mal, dann kriegen die ein bisschen größeres Gehege. So, komm. Zack. Ich weiß nicht, ob das hier alles verschwinden wird, aber... Ich denke mal schon.
Ich mache jetzt das Gehege bloß bis dahin. So, eins können wir, glaube ich, noch. Ja, eins können wir noch. Ja, ist egal, wenn das jetzt hier ein bisschen verschoben ist. Das ist Wurst. So, da hinten ist noch ein Baum. Auch nicht, muss mal gucken, wegen dem Mandragora. Weil wenn die ja schon gewachsen sind, dann sollte ich die auch sofort ernten, dass die noch eine Chance haben, ein zweites Mal zu wachsen am Tag. Gut. Halt, warte mal, den da können wir noch mit wegfällen. Wie viel haben wir jetzt? 3, 6, ja, 12 Stück, das ist gut. Dann können wir auf jeden Fall 4 Zäune noch bauen und es sollte doch dann reichen. So, einmal auf C, einmal auf das da. Dann würde ich sagen, wir machen hier in die Mitte die Tür. Und dann würde quasi der Zaun dahin kommen. Weiter hinter geht. Ne, genau. Das passt schon. Dann haben wir das ja so. Ist zwar jetzt nicht bündig da außen, aber das ist ja egal. Und einmal das Tor. Zack. So, den Futtertrog, den werde ich zwar jetzt dann gleich abbauen, aber ich würde sagen, den stellen wir gleich mal hin. Ich muss mal auf die Kühe aufpassen. So, einmal die 3, einmal weg. Wenn man zu nah dran steht, ist blöd. So, 3. So, dann nehmen wir mal die erste Kuh gleich mit. Jawohl, gut. Kommst du? Ja, du kommst. So, immer reinspaziert. Dankeschön. So, wo stellen wir jetzt diesen Futtertrog hin? Ja, komm, wir stellen ihn da irgendwie in die Ecke oder so. Näher ran kommen wir da nicht. Da können wir auch nicht. Stellen wir es da hin. So, passt. Holen wir mal die andere Kuh noch. Bevor die ausbricht. Dann können wir das da abbauen. Und haben dann das Holz gleich wieder. Und von dem Holz baue ich dann da hinten gleich nochmal eine Kiste hin. Jawohl, gut. Einmal weg damit. So, jetzt ist die Frage, ob ich da... Tun wir mal die Äpfel schnell runter. Weil die werde ich ja auch nochmal umstellen. So. Noch nicht gleich, aber... So, 4 Stück haben wir noch. Und? Das da noch? Jawohl. Jetzt sind wir wahrscheinlich voll. Noch nicht. Jetzt ist das Inventar voll, okay. Gut. Schauen wir mal, was wir reinkriegen in die Kiste. Ansonsten machen wir erst einmal ein paar Hölzer. Wie viel passt rein? Ja. Warte mal, es sind 3, 6, 9. Tun wir noch 1 rein. Und verarbeiten die restlichen zu normalen Brettern. Okay, gut. Dann können wir die Dinge einsammeln. Wir haben eh schon wieder 5, ne?
Und ich habe wieder vergessen, die Samen zu machen. So, wie viel haben wir jetzt? Halt? 1, 2. Die kommen raus. Tomaten müssen wir jetzt dann bald haben. Warte mal, die tue ich auch raus, weil dann da drüben sind ja schon wieder neue. Tja, und die Mandragora, die hätte ich halt machen sollen, ne? Das habe ich leider vermasselt. Neuer Gegenstand, böse Mandragora. Okay. Und da haben wir eine. Benötigt das Level 9? Okay. Böse Mandragora sehen vielleicht niedlich aus, sind aber nur Kartoffeln. Die von Dämonen aus einer anderen Dimension besessen sind. Lass dich nicht von ihnen täuschen, kau einfach, schlucke und stell keine Fragen. Alles klar. Dann wollen wir das nicht machen. Wir müssen halt wieder 3 Stück haben, dass wir dann Samen herstellen können. Weil kaufen ist, glaube ich, nicht so doll. Jawohl, gut. Die haben wir. Dann machen wir nämlich da jetzt halt noch eine Kuhkiste her. Für die Milch. Jawohl. Die Äpfel tue ich jetzt mal hier raus. Und dann stellen wir die Kiste nämlich da noch mit daneben. Ne, geht da raus. Ich drücke immer auf die falschen Tasten, ne? Geht das jetzt nicht, weil die Kuh da steht, oder? Naja, wird schon passen. Nein, nicht die Kuh. Das Lager bitte, genau. 1, 2. Alles raus. Und die Samen. So, dann hole ich mir mal noch ein Pilzchen. Wie seid ihr? 6, 9. Da hinten ist 12. Dann passt es doch. So, Seemöwenei. Und dann noch eins. Dann haben wir auf jeden Fall 2 von den Eiern. Jawohl. Zack, hier rein. Ich weiß eh nicht, wo ich die dann hin tue. Am besten wäre es, glaube ich, sogar, wenn ich da bei den, hier bei dem Durchgang vielleicht nochmal eine Kiste hinstelle, wo ich dann die Eier rein tue. Warte mal, das war sowieso falsch. Warum tue ich die bei den Kartoffeln rein? Habe ich die jetzt bei den Kartoffeln? Nee, Quatsch, die habe ich da rein. Da habe ich sie rein. So, Kartoffel, Kartoffel, ja, okay. Da passt eh nichts mehr rein, ne? Ich könnte höchstens... Nee, das passt schon. Passt alles. So, gucken wir mal kurz drauf. Ich sollte morgen oder so mit den Magiern Rücksprache halten. Das machen wir. Besondere Kartoffel. Gut, und dann müssen wir auch noch Soßen herstellen. War ich jetzt bei dir schon oder nicht? Ich vergesse das immer. Nee, da war ich noch nicht. Glaube ich, wenn ich mir das angewöhne, immer am Abend hinzugehen, ist, glaube ich, sinniger. So, dann tun wir mal hier noch ein Ei raus. Dann holen wir uns hier oben noch Punkte. Genau. Wunderbar. Ups. So, und bevor, wie gesagt, bevor wir diese Mandragora hergeben, würde ich gerne noch einen zusätzlichen Samen herstellen. Dass wir da mehr pflanzen können. Aber ich denke, das würde jeder so machen. Ne? Erst einmal die Samen sichern. Alles andere läuft nicht weg. Halt lernen. Gut, dann hol mal dein Fahrzeug, dein Vehikel her. Wir haben eigentlich alles drin, ne? Äpfel, Kartoffeln, das tun wir noch mit rein. Dann haben wir wirklich von jeder Zutat immer 2 Teile drin. Und dann könnte ich meine Taschen nämlich auch leer machen. So, da sind wieder 2 Samen notwendig. So,
So, einmal auf die 7 bitte. Ja, und da wird dann die nächste demnächst fällig sein, ne? So, Tomate raus. Halt, warte mal, wie sind das? 12. Okay, warte mal. Wir tun nochmal die 12 Stück raus. Dann nehmen wir uns die hier noch mit. Das ist cool. Ja, ja, Lager voll. 3, 6, 9, 12, 14. 6, 9, 12, 13, 14. Okay, wir brauchen noch eine 15. Dann haben wir 15 Tomaten. Dann wird die da hinten erst einmal noch geschlachtet. So, rein mit dir. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Tomaten verkaufen, weil wir brauchen ja unbedingt Knete. Vielleicht holen wir uns dann noch einen Ratten unten vom Hafen. Einfach, dass wir uns erst einmal ein bisschen... Ups. Was ist jetzt? Bam. Ah. Was ist das für ein Lärm? Ich glaube, es kam vom Platz. Hey, Progressor. Hey. Also. Und wie ist das Experiment gelaufen? Ganz gut. Ganz gut? Bist du sicher? Ja, nun, wir haben es geschafft, einen Essenzextraktor zu perfektionieren. Ich habe die Pläne gleich hier. Ich verstehe. Und es gab keinerlei Probleme? Alles innerhalb der akzeptablen Parameter. Dann muss dieses riesige Kartoffelmonster-Ding aus die Ausgeburt einer anderen Gruppe von verrückten Okkultisten sein. Willst du deine blöde Spektralknolle nun oder nicht? Geistoffel klingt besser. Nenn es wie du willst, nimm einfach die Pläne und geh, du solltest keine Nebenwirkungen verspüren. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich wünsche dir viel Glück dabei, das alles im Experimentbericht zu erklären. Eigentlich haben wir ein Standardformular. Um ehrlich zu sein, brauche ich das Kontrollkästchen andere Vorfälle nicht einmal zu markieren. Okay. Oh, da gibt es aber Megapunkte hier. Wow. Irgendwas mit Misch war jetzt da gestanden. So, Tomatello, du bist mein Lebensretter. Jawohl, haben wir schon wieder die 1500. 1510 sind es also. Bin immer gerne behilflich. Dann würde ich sagen, wie gesagt, mal ganz kurz runter halt. Zum... klar. Ja, reicht schon. Genug gebabbelt. Dann gehe ich mal runter zum Hafen. So, ich steige hier gleich ab, weil hier rennt ja auch immer eine Ratte rum. Haha. Hab dich gleich, hab dich gleich. Quietsch. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und da ist Nummer 4 und Nummer 5. Da ist noch eine Krabbe, aber die hole ich mir jetzt nicht. So, dann bringen wir die Ratten mal noch zum Rattiman. So, es sind auch wieder 210. Ah, die Ratten, wunderbar. Hier ist dein Geld für dich, mein Freund. Wenn du noch mehr fängst, nehme ich sie dir gerne ab. Alles klar, immer gerne behilflich. Oh, da ist alles in Schutt und Asche, sehe ich jetzt gerade. Ah, der Herr, der uns beim Experiment geholfen hat. Ich habe mich gefragt, ob ich noch etwas Kuhessenz kaufen könnte, aber der Laden scheint gerade eine schwere Zeit durchzumachen. Ja, naja, ich kann ein paar von denen für dich vorbereiten, wenn du für die Materialien bezahlst. Okay, 1200. Nee, die will ich jetzt halt eigentlich nicht, weil wir haben Kühe. Und... Was ist das eigentlich mit dir? Hallo, willst du Spaß haben? Tut mir leid, ich stehe nicht auf sowas. Was? Was ist denn sowas? Naja, mit dem Kostüm und allem. Nicht, dass ich dich verurteilen würde oder so. Ich meine, jeder hat seine Vorlieben. Das ist ein Maskottchen-Outfit, um Werbung für meinen Jahrmarkt zu machen. Und du hast einen sehr kranken Geist.
Ah, was für ein Jahrmarkt ist das? Sharkys Schatzhöhlenjahrmarkt, direkt am Stadtteil Alter Hafen. Jeden Nachmittag beim Windmühlen-Aussichtspunkt geöffnet. Der größte Schatz in Concordia wartet auf dich. Oh, ich werde das im Hinterkopf behalten. Du hast aber zweimal Schatz gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen unnötig. Dann, liebe Beute, das größte Teil in Concordia könnte das falsche Publikum anziehen. Komm schon, Mann, hol dir Hilfe. So, Geistoffel erschaffen. Genau, wir sollen eine Geistoffel erschaffen. Lasst uns mal gucken. So, ich hab... Ja, ich weiß nicht, warum die immer hier mit dem Ausrufezeichen aufleuchten. Keine Ahnung. Was wollte ich jetzt wegräumen? Ich wollte eigentlich eine Kartoffel wegräumen. Ich wollte eigentlich einiges wegräumen. Das da wollte ich auch umbauen. Weil das würde ja, wenn dann da hinten eher... hinpassen, ne? Ja, ich will immer rennen, ich weiß schon. So, du bist noch nicht fertig, da brauchen wir noch die dritte. Und eine Geistoffel erschaffen. Ich weiß, wie ich eine Geistoffel herstelle. Ich werde es angehen und sie dem Geist zeigen. Ich glaube, das war an dem Soßenmischer vorne. Oder? Genau, hier war die Geistoffelsoße. Energie, Aromen, Leidenschaft, Leidenschaft, Raffinesse. Okay, wir sollten ein paar Soßen herstellen. Unbedingt. Okay, aber ich brauche natürlich dann immer noch die Zutaten dafür. Warte mal. Eier nicht. Wenn, dann bräuchte man Tomaten. Wir pflücken jetzt mal alles. Ups, alles habe ich gesagt. Okay, die Karotten sind aufgebraucht. Zwei Samen haben wir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3, genau. Dann mache ich nämlich da... Oh, das sind sogar drei Stück, okay. Ich möchte immer was in Reserve da lassen, ne? Aber ich denke, das ist verständlich. So, dann können wir nämlich die drei einpflanzen. Einmal die Nummer 6, bitte. Jawohl. Kartoffeln. Genau, Pilzsoße können wir machen. Das heißt, wir nehmen uns mal die Pilze mit, die hier sind. Du bist noch nicht so weit. Kühe, was habt ihr vielleicht für... Jawohl, eine Milch. Und du stehst da hinten, ne? Das ist toll. Äpfel. Okay, dann nehme ich jetzt halt mal nur die hier vielleicht. Ne, da können wir mehr nehmen. Dass ich die Kiste hier wieder voll bekomme. 1, 2, 3 für einen Ersatzsamen. Und 1, 2, 3 für die Tasche. Okay, super. Gut, dann denke ich, soll es heute erst einmal gewesen sein. Das mit den Soßen machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.